Ich begrüße euch herzlich hier in Davos. Mein Name ist Döner Ralf. Ich habe mal Zimmermann gelernt, habe ein Nachdiplomstudium als Bau- und Energieingenieur an der FHGR abgeschlossen und bin stolzer Vater von 4 Kindern. Und ich möchte euch kurz einen Einblick geben über das neue Loft 23. Die Idee, eine neue VIP-Location für den Spengler Göpp 2023 zu machen, ist zwischen dem Marc Cianola, er ist der CEO vom HCD, und mir entstanden. Ungefähr 2015 haben wir das erste Mal miteinander über das geredet und haben gesagt, zum 100-jährigen Jubiläum des Spengler Göpp wollen wir etwas Nachhaltiges auf die Beine stellen. Eine Idee basierend auf einem Holzbau, eine Kreislaufwirtschaft, Regionalität, Ökologie, Ökonomie zusammenzubringen in ein Gebäude, das aus der Region entstehen soll. Und das ist uns, glaube ich, gelungen, indem dass wir hier jetzt einen Bereich und ein Hospitali haben, wo nachhaltig und wirtschaftlich alles miteinander kombiniert und eine einzigartige Atmosphäre schaffen wird. Tanja Kalberer, sie ist die Architektin von dem Ganzen und hat die Idee von der Eingangsfront und von dem Konzept von der Grundriss entwickelt. Die imposante Größe und Komplexität von dem Gebäude mit dem grossen Eingangsfront plus die einengenden Rahmenbedingungen haben uns hier vor enorme Herausforderungen gestellt. Ebenso war es schwierig, die Logistik, weil die Lastwagen just in time mit den entsprechenden Bauteilen im rechten Moment da sein haben müssen, dass wir sie genau vom Lastwagen einsetzen haben können. Bezogen auf die Nachhaltigkeit ist dem Projekt eine sehr grosse Bedeutung beigemessen worden. Wir haben lokales Holz geschlagen aus der Region Graubünden, schwerpunktmäßig Bergün, Davos, Sursees. Schneiden das in Savonin schneiden in der eigenen Sägerei, schneiden es weiterverarbeiten zu Elementen, die wir hier einsetzen. Und die werden eigentlich irgendwo 80% ist die regionale Wertschöpfung, lokal, sehr regional, Holz von da, für einen Brand von da. Und auch die Nachhaltigkeit wird bezüglich Heizung in dem Gebäude, da wir mit Pellets heizen, brauchen wir keine fossilen Brennstoffe mehr, was doch auch wieder ein gewaltiger Sprung nach vorne ist, in der heutigen klimapolitischen Situation sehr entscheidend ist. Und darum glauben wir an die Nachhaltigkeit und die Regionalität von dem Gebäude. Die Loft 23 ist ein Gebäude, das mehrfach genutzt werden soll. Wir wollen es hier am Standort in Davos ca. 10 bis 12 Jahre immer wieder einsetzen. Es wird aber auch an anderen Orten Teil davon eingesetzt, als Beispiel in Locarno für das Filmfestival, für das Moonstars und entscheidend oder in Zürich auch noch verschiedene grosse Projekte, wo aber Teil von dem Loft eingesetzt werden und das Loft auch in verschiedenen anderen Funktionen zusammengesetzt werden kann. Für mich persönlich bedeutet das Loft ein Herzprojekt, eine Herzensangelegenheit. Ich bin viel in Davos, bin mit Davos sehr verwurzelt, mit dem Spengler Göpp verwurzelt. Es ist ein Projekt, das wir jetzt über ein Jahr lang intensiv geplant, entwickelt haben. Und jetzt ist es wunderhübsch zu sehen, wie das in die Höhe schiesst, in die Länge, wie es Gestalt annimmt, wie das Projekt eigentlich sich entwickelt. Und ich freue mich unheimlich, dass wir das bald so weit haben, dass wir es der Bauherrschaft auch übergeben können, dass es dann weiter ausstatten kann. Wir hier im Bauhauptgewerbe haben hier in dieser Loft in Zusammenarbeit mit Würth verschiedene Produkte von Würth einsetzen können. Schwerpunktmäßig sind es hier der Akkuschrauber, die Schlagbohrmaschine und die Akkustichsäge gewesen. Zusätzlich hat es verschiedene Schwerlastankerschrauben sowie holzverarbeitende Schrauben gegeben, die wir in dem Loft einsetzen können. Wir haben auch in diesem Bereich recht stark auf die Expertisen von Würth-Fachleuten zugreifen können. Würth-Leute haben uns hier unterstützt mit ihrer fachlichen Kompetenz im Bereich von Befestigungstechnik im Holzbau, was uns sehr unterstützt hat in dem Bereich, wo wir hier in dem Loft tätig sind. Und hoffen, wir können auch bis zum Ende mit ihnen so weiterfahren. Wenn ich einen Slogan für das Gebäude kreieren müsste, glaube ich, es wäre so ein bisschen in die Richtung zu Hause sein in einer coolen Location mit Wärme und Charme aus Bündner Holz, von Bündnern gemacht.